Ja, also das Thema des heutigen Vortrages ist Social Media Learning. Ich schreibe also die Vielfalt der heutigen Medien als Unterüberschrift, weil es also wie gesagt also gar nicht so gut eingrenzbar ist. Der Vortrag ist also von mir und basiert auch noch von Sandra Schön. Also wir haben den Vortrag seinerzeit einmal zu zweit also erstellt am Anfang und wie ich habe gesagt, ich habe den immer wieder erweitert mit neuen Dingen, was also hier dazu ist. Über was möchte ich reden? Über generell über den Einsatz neuer Medien im Unterricht. Und ich habe gehört, einer meiner Vorredner war schon Professor Schulmeister. Das heißt, ich muss Ihnen irgendwas bieten. Ich weiß, ich kenne seine Kritiken und er ist ein guter Freund von mir und wir streiten manchmal, also bei ein Gläschen Bier oder Wein. Der Einsatz also neuer Medien im Unterricht, warum halte ich das für essentiell? Oder ich verteidige quasi meine eigene Berufssparte. Dann, was ist Social Software, damit wir dann wirklich von einer gleichen Basis reden können. Und dann bringe ich sehr, sehr viel aus der Hochschulpraxis. Also heute passt es wirklich gut. Also ich komme aus der Hochschullehre und ich komme zwar aus der Massenlehre, das heißt normalerweise stehe ich vor 200 oder 220 bei diesen Vorlesungen. Da gelten noch einmal andere Gesetzmäßigkeiten, aber im Wesentlichen, also zumindest innerhalb der Hochschulen, glaube ich, ist vieles übertragbar. Und ich will also eigentlich Ihnen Werkzeuge, Erfahrungen, Beispiele liefern, wo ich glaube, dass es stark ist, aber ich sage Ihnen auch die Schwächen dazu, wo ich glaube, da macht es keinen Sinn, also hier weiterdenken. Das erste ist also der Einsatz der neuen Medien im Unterricht. Habe ich Folgendes mitgebracht. Lesen wir das einmal schön, die Form, die Abfassung, Kürze sollte eine Tugend sein, aber sich kurz fassen heißt meist auch sich grob fassen. Jede Spur von Verbindlichkeit fällt fort. Was könnte das sein als Medium? Also ich bringe jetzt Beispiele für Medien, die sind eingeführt worden und kurz darauf gab es diese Meldung dazu. Was könnte das sein? Sehr weit zurück. Es ist nicht Twitter, nicht Facebook. Laut? Noch weiter. Gehen Sie zurück. Es wiederholt sich alles, das ist das Spannende an der Geschichte. Telegram? Ja, danke, das Telegram. Das ist vorher noch einfach, jetzt bin ich gespannt, ob man da aufkommt, das ist nämlich viel besser. Die Pädagogen, die also dieses Medium in ihren Unterricht einführen, wurden zu Beginn mit Berufsverbot belegt. Ja, das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Medium macht sozial-kommunikative Unterrichtsprozesse möglich, die im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht als subversiv erlebt werden. Was für ein Medium hat man da in der Schule eingeführt? Laut? Nein, viel früher. Die Tafel, ja. Das ist die Schultafel. Ja, also das ist immer der Hinweis, also bei jeder Einführung von Medien erleben wir eine ähnliche Diskussion. Also wenn ich jetzt einen Beamer verwende, dann wissen Sie sofort, die Kritiker stehen gleich am Plan, verwenden Sie ein iPad, haben Sie das nächste Problem. Das heißt, das ist eigentlich historisch gesehen nichts Neues. Jedes Medium hat einmal grundsätzlich mit großen Kritiken. Was ich Ihnen auch noch zeige, ist also ein Film, der mittlerweile schon fast 3 Jahre wieder alt ist. Wir haben Folgendes gemacht, und zwar haben wir Kindern Technologien in die Hand gegeben. Ja, Technologien, die zumindest in meiner Kindheit diese Technologien waren, und haben sie also einfach gefragt, was ist denn das, beschreibt uns das kurz und so weiter. So. Ja, also was ich mit dem Film eigentlich ausdrücken will, also es ist ja immer jedes Mal, wenn mein Chef meine Position in Frage stellen wollte, zeige ich ihm das. Ich sage immer, wenn Sie glauben, dass jetzt vielleicht die Technologien nicht notwendig sind, aber die da daherkommen, die strömen herein mit Technologien, und wenn ich denen eine Videokassette vorspielen würde, dann ist das für die Historie. Also wir müssen auch Zielgruppen adäquat arbeiten, und also unsere Kinder kennen nichts mehr anders, die kennen eine Welt ohne Internet nicht mehr, das ist einfach so, auch wenn sie erlebt haben, wir müssen also diesen Sprung natürlich. Ja, ich habe da noch eine Folie drinnen zu den Varianten des Einsatzes von Medien in der Lehre. Sie sehen also vom technologiefreien Präsenzunterricht, wo ich glaube, also sind wir heute also schon meilenweit entfernt, weil ja auch der Projekt im Prinzip Technologie ist, bis hinunter, wo wir heute also diskutieren, zu reinem Online-Lernen. Sie kennen vielleicht die Debatte also aus den Medien mit den MOOCs, diese Massive Open Online Courses, die da auf uns zuströmen. Wir bieten also die Lehre gratis an, rein online und so weiter und so fort. Also alle Varianten sind also hier also mittlerweile möglich. Jetzt nähere ich mich also dem Begriff Social Software. Ja, also was ist Social Software? Wir sind eigentlich Web 2.0 Anwendungen, also aus dem sind sie entstanden, werden also dann als Social Software bezeichnet, wenn sie also eine Interaktion innerhalb einer Nutzergemeinschaft
unterstützen. Ja, und wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man drauf, das tun aber eigentlich relativ viele. Daher ist es gar nicht so einfach, das Ganze zu gliedern. Koch und Richter haben seinerzeit also drei Basisfunktionen definiert für diese Software. Sie haben gesagt, es muss ein Identitäts- und Netzwerkmanagement sein, das heißt also User, ich muss ein User-Profil machen können, Informationsmanagement, es muss mir in dieser Plattform was geboten werden und zu guter Letzt muss ich dann innerhalb der User interagieren können und auch kommunizieren. Also das waren die drei Grundvoraussetzungen. Wenn man das macht und das auch aufträgt in diese drei Achsen, dann kommt man drauf, naja, mehr oder weniger ist das fast alles, was Web 2.0 bietet. Also ich weiß nicht mehr, also wie viel von diesen Software, die da nicht mehr hineinpassen. Sie sehen irgendetwas wie Wikis, haben ein sehr hohes Informationsmanagement natürlich, das heißt, es ist eigentlich gedacht, dass man sich also hier austauscht. Natürlich ist hier die Identitätsmanagement im Rück, also eher wenig, weil man kann es ja auch anonym machen und es ist eigentlich nicht im Vordergrund. Und natürlich das Klassische, also Social Media, die sogenannten sozialen Netzwerke wie Facebook, die sind dann ganz hinten oben, weil die erfüllen natürlich das als Paradebeispiel. Aber ich kann natürlich die andere Software also nicht ausblenden. Sie sehen drinnen Weblogs, Microblogging, Media Sharing, also auf das komme ich jetzt alles, also das fällt eigentlich alles in diese Social-Software-Geschichte hinein, weil alle, die es nicht gehabt haben, haben nachgezogen. Das kann man natürlich auch so sehen. Früher hat man vielleicht noch mit Weblogs nur alleine geschrieben, also heute kann man schon wesentlich mehr damit machen. So, jetzt komme ich also zu den Werkzeugen, Erfahrungen und Beispielen. Das ist der längere Part, also ich habe es wirklich so aufgedröselt, dass ich Ihnen quasi jetzt jede Software, jedes Problem zeige, in dem Fall zum Beispiel also mit Wikis fange ich an in Unterricht und Lehre. Ich habe also auf der einen Seite, also Wiki passen gut aus meiner Sicht, wo haben wir gute und positive Erfahrungen in der Hochschule gemacht und ich komme auf der zweiten Folie dazu, wo glaube ich, dass man das eher nicht so gut war. Also Wikis aus meiner Erfahrung gehen dann gut, wenn man gemeinsam Schriftliches zu erarbeiten hat und es zu dokumentieren. Das heißt also, wenn ich eine Gruppenarbeit habe, die also verteilt miteinander schreiben sollen, habe ich natürlich in Wiki den riesen Vorteil, ich sehe also, wo die Gruppe steht. Als Lehrender habe ich noch mehr Vorteil, ich kann auch einen Druck ausüben, weil ich ja weiß, die haben schon was gemacht, aber die haben noch nichts gemacht. Ja? Also das ist also auch das, ist sehr positiv eigentlich. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit verteilten Gruppen aus unterschiedlichen Orten. Das heißt also vor allem in übergreifenden Lehrveranstaltungen, die sich nicht vor Ort getroffen haben, die sogar im Ausland gesessen sind, da ist natürlich irgendeine gemeinsame Basis durchaus sehr gut. Und ich habe es auch ganz lustig einmal eingesetzt, um Auszeichnungssprache zu lernen. Weil also das ist eigentlich sehr weit weg vom HTML-Wiki, aber die Studenten müssen trotzdem einmal verstehen, dass man, wenn man fett schreibt, irgendetwas eingeben muss und dass eigentlich jeder Word-Prozessor und so weiter im Übersetzen so arbeitet, kann man damit gut erklären für Nicht-Informatiker, würde ich mal so sagen. Also die Vorteile der Technologie haben wir gesehen in ermöglichen kollaboratives Schreiben, das auf dem Papier undenkbar ist. Das ist ja auch spannend, weil, wie Sie sagen, das ist etwas wieder eine Technologie, die auf uns zugekommen ist, die etwas macht, was wir vorher nicht gekonnt haben. Also ich habe nicht ein Papier durchgehen können und jeder darf dazu schreiben, wo er will, sondern das geht jetzt plötzlich mit diesem Werkzeug. Und es ist also natürlich übersichtlicher, als wenn Sie alles in einzelnen Dateien irgendwo machen. Ja. Was sind die Nachteile oder wo haben wir Schwierigkeiten mit dem Problem? Also mit Wikis habe ich immer gesagt, wenn mir einer gesagt hat, Wikis wachsen nicht von alleine. Ich habe also immer das schöne Beispiel mit, also wir haben den Studenten Wikis gegeben, haben gesagt, sie dürfen da reinschreiben und alles, was im Wiki steht, dürfen sie zur Prüfung verwenden. Und das 3 Monate im Laufen gehabt, ich rede jetzt von 150 Studenten und ich habe also in 3 Monaten keinen einzigen Edit bekommen. Ja, daraufhin als Forscher gibt man Nachforschung und sagt, was ist da das Problem? Dann haben sie mir genannt, ja, das ist, ich habe es schlecht erklärt, wir kennen das ja gar nicht richtig. Ja, und wir haben ein Zeitproblem. Ich habe gesagt, gut, zweites Setting. In den ersten 2 Übungsstunden dürfen Sie quasi den Artikel, das war eine Programmiersprache, die hat jeder einen Befehl gehabt, selbst hineinschreiben, unter Anleitung, ich gebe Ihnen die Zeit in den Übungsstunden, das heißt, Sie können es und Sie haben die Zeit bekommen. Und mit der Idee, Sie dürfen es nachher wieder zur Prüfung verwenden und Sie können das ja weitermachen dann im Laufe der Lehrveranstaltung. Ja, und zur großen Überraschung passiert das Gleiche wieder, also nach diesen 2 Stunden kein Edit, ja? Also nichts mehr, auch wenn wir es zur Prüfung nehmen können und Fehler drinnen sind. Wir haben uns das dann sehr genau angeschaut und sind also dann zu dem Entschluss gekommen, man sagt bei Social Software, man braucht eine kritische Masse. Das ist das sogenannte Beta-Stadium des Web 2.0, wo eigentlich nur man muss User karren und wer die meisten User hat, gewinnt zum Schluss. Ja, also die Software braucht gar nicht so gut sein, es ist aber wichtig, dass ich viele, viele User habe, weil dann geht es ab. Und das ist auch mit der Wikipedia passiert, weil
das sogenannte damalige Numpedia-Projekt war so, dass in den ersten Jahren haben 40 Verrückte ungefähr 400 Artikel geschrieben. Da war aber kein gegenseitiges Edit, sondern das war wirklich nur jeder hat geschrieben, lauter Forscher waren das. Und das ist also viel zu wenig weitergegangen, dann haben sie es freigegeben und dann hat die Welt auf einmal einen Boom gemacht. Ja. Und das Problem ist halt, wissen Sie, wie viele Leute in der Wikipedia aktiv schreiben? Schätzung? 10%? Ja, wie viele Leute schreiben aktiv von denen, die dort sind auf der Plattform? Und das geht man nämlich noch. Wie laut? Oh, Wetter, gehen uns runter ein bisschen. 0,002, ja. Ja, und wenn man das umschlagt auf die Studierenden, die sie vor Ort haben, also bei 100 Studenten ist das eigentlich keine Person, ja, und der Verrückte wird es nicht machen. Ja. Und also das war immer so, dass also das Wiki-Prinzip, habe ich immer dazu gesagt, das hat nichts mit der Software zu tun, ist so nicht auf die Hochschule übertragbar, weil ich diese Freiwilligkeit und die Masse nicht bekomme. Ja, was haben wir noch gesehen? Klare Aufgabenstellungen, also irgendwas, was schwammig formuliert hat, da sind die Wikis überhaupt nicht angelaufen. Auch immer wieder diese erzwungene Teilnahme, der leichte Druck von oben, sie kriegen also einen Bonuspunkt oder eine Note, dann haben die Wikis sofort funktioniert, dann waren sie toll und also kein Problem mehr, nur die Freiwilligkeit also ist bei uns immer gescheitert. Dann haben wir natürlich auch noch ein Problem gehabt, dass Menschen eher linear denken. Das heißt, also Wiki-Strukturen sind eigentlich so, dass sie ja eigentlich lauter gleichberechtigte Seiten aufbauen und die Struktur durch Verlinkung entsteht. Es ist dann zwar schon eine Art Gewichtung, aber die gibt es eigentlich nicht. Und das ist etwas ganz Komisches. Also wirklich von Null weg ein Wiki zu erstellen mit den Studierenden, da haben wir mal eine Woche, zwei Wochen gebraucht, bis sie mal in diese Denkweise reingekommen sind. Und ich habe dann angefangen, die Strukturen vorzugeben, indem ich halt eine Hauptseite, Unterseite und so weiter gebaut habe und dann die haben sie dann im Wesentlichen gehalten. Mit Schülern gemacht, in Physik, ganz kleine Aufgabe und es war so definiert, dass der eine auf den anderen verlinken müssen hat und da recht viele kleine Artikel entstehen. Was ist passiert? 17 Schüler, 17 Artikel, jeder hat gleich alles noch einmal geschrieben. Ne? Also es kommt auch die Kultur dazu, dass sie einfach sich auch gar nicht trauen, zum anderen zu schauen, weil das ist ja per se was Böses. Ne? Man schaut dem irgendwas ab. Also auch, das, wenn man das erklärt, diesen gewollten Effekt, hat nicht wirklich funktioniert. Ja, und dann natürlich für uns Lehrende ist natürlich ein großes Problem, eine Einzelarbeit ist schwer zu benoten. Das heißt, also, wenn Sie jetzt eine Gruppenarbeit im Wiki erstellt haben und dann hergehen und sagen, ja, jetzt will ich den Einzelnen einen Zweier geben, den anderen sehr gut und den anderen genügend, ich würde sagen, vergessen Sie das. Also da kommen Sie in Teufelsküche, da haben das probiert, da sitzen Sie den ganzen Tag und dann Wikis auswerten und Buchstaben zählen. Also das ist irgendetwas, das ich nicht mehr empfehlen würde. Wir haben sogar ganz tolle Sachen gehabt, dass Texte raus verschwunden sind und die sind zwei Monate später wieder erschienen. Dann war das der Edit des Studenten. Also die sind natürlich genauso findig wie wir und also nichts, was man nicht irgendwie betrügen könnte. Ja, also wie gesagt, Erfahrungen liegen auch vor. Ich habe, das gibt es mittlerweile online nicht mehr, wir haben es wieder runtergenommen. Wir haben ein Baulexikon erstellt über viele Jahre, wo wir Studenten quasi mit der Stunde Null, also die haben überhaupt noch keinen Unterricht gehabt, also zu einem Thema mehr oder weniger einen netten Aufsatz schreiben lassen haben und meine Professoren waren ganz erstaunt, wie hoch die Qualität der Studierenden ist. Die haben das ordentlich recherchiert, haben das reingegeben und wir haben also dieses Wiki da mal gebaut. Ja, Sie brauchen es nicht selbst hosten, darum habe ich das Beispiel noch drinnen, sondern Sie können auch mittlerweile viele Dienste nutzen, die also einfach so im Internet gratis, also das geht eigentlich mittlerweile flott. Ja, ein wichtiges Thema sind dann immer die Podcasts in Unterricht und Lehre, das ist also eigentlich das Thema, das mich also am längsten mittlerweile verfolgt und das auch am intensivsten. Da geht es bei Podcasts geht's eigentlich darum, um die Vorlesungsaufzeichnung, sage ich einmal. Ne? Also es ist per se kein Podcast, weil es ist eigentlich ein Medienfile verbunden mit einem RSS-Feed. Aber wenn ich heute also Podcasts rede, dann versteht jeder darunter, es ist irgendeine Form einer Aufzeichnung. Ja, entweder so etwas wie ich hier mache, dass man einfach die Stimme und den Bildschirm aufnimmt, bis hin, also dass man auch selbst gefilmt wird. Wo haben wir gute Erfahrungen damit gemacht? In der Nachbereitung des Unterrichts. Das heißt, Studierende sind vermehrt in die Vorlesung gekommen und das ist natürlich etwas für eine Hochschule, wie es wir sind, wo keine Anwesenheitspflicht besteht, hat einmal die Reaktion der Professoren ist, das kann ich nicht machen, weil da kommt keiner mehr. Also ich sage Ihnen meine Reaktion darauf, sage ich, wenn das wirklich so ist und so einfach Sie ersetzbar sind, machen wir es bitte, das wäre wirtschaftlich ja nicht schlecht. Ne? Es ist aber nicht so. Ja? Warum nicht? Weil es ist eine Live-Aufnahme. Ja? Der Student weiß, hat sofort kapiert, mit dem kann er nicht lernen. Er muss dort gewesen sein, um das Ganze, also auch, es ist halt mehr als wie nur anhören. Und die verwenden es natürlich zur Nachbereitung des Unterrichts, das heißt zur Prüfungsvorbereitung. Sie kriegen also drei Monate später, wenn Sie vor dem riesen Ordner sitzen, können Sie sich alles noch einmal anhören.
Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, natürlich bei komplexen mathematischen Darstellungen. Ne? Also es ist einfach toll, wenn ich da reinzeichnen kann und irgendwie was dazu schreiben kann. Die sehen ganz genau, wie die Rechnung aufgebaut worden ist, weil also auf meinen eigenen Zettel habe ich das auch nie mehr lesen können und habe dann irgendwie dahin geraten. Das Entstehen von Zeichnungen, gerade bei Architekten, Bauingenieuren, Maschinenbauern wesentlich, da geht es darum, also wo war der erste Strich überhaupt, wie ist die Zeichnung entstanden. Und natürlich auch dort, wo sagen wir auch immer, braucht man es bei einmaligen Events. Also wenn Sie halt jemanden da haben wie einen Gastredner, wo der super ist, wenn die Studenten das nächstes Jahr auch noch hören kann, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit. Ja, Vorteile, wir sind ein reiner Mitschnitt, ist also, hat kaum Mehraufwand, das läuft einfach hier, die Software, und das wird aufgeschnitten, das ist fertig. Und die Lernenden können sich das also beliebig ansehen und anhören. Mittlerweile können sie bei uns auch drinnen suchen, ich habe nachher noch einen Screenshot. Ja, wo sehen wir die Problematiken? Die Nachbearbeitung kann sehr hoch sein, und zwar, wenn der Lehrende draufkommt, er möchte aber, dass diese Teile rausgeschnitten werden, das machen wir nicht. Also das ist bei uns also Credo, das, so geht das nicht, weil da würde die Nachbereitung viel zu hoch sein. Es ist, wie gesagt, eine Live-Aufnahme, das heißt, man hört es natürlich auch wirklich so, wie man spricht, und niemand hört sich gern selbst, also einschließlich mir, also ich höre mir das nie an, weil ich denke mal, das bringt einfach nichts. Es sind riesige Datenmengen, die jetzt im Zuge mittlerweile egal sind, aber das war vor 5-6 Jahren durchaus noch schlagend. Und ich habe natürlich noch einen Riesenpunkt, und der heißt Transparenz der Lehre. Das heißt also, natürlich kommt von den Lehrenden, naja, da weiß man jetzt aber ganz genau, was ich gesagt habe, bis dorthin, dass man sagt, naja, Herr Professor, Sie haben aber damals das gesagt, jetzt können Sie mir in der Prüfung nicht sagen, dass das falsch ist. Ne? Naja, stimmt, ja, also mit dem muss man auch umgehen lernen. Das heißt also, das ist jetzt wirklich so, es ist also quasi dokumentiert, und so weiter und so fort. Natürlich, mein Rektor sagt, das ist toll, ja, so nach dem Motto, da kann er jetzt alle kontrollieren. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube nicht, dass es toll ist, weil wenn Sie dann jeden Tag eine E-Mail kriegen, auf der Minute 34, schauen Sie mal, was Ihre Lehrenden da sagen, wie reagieren Sie denn da drauf? Ja, Sie können jetzt hergehen und sagen, meine Lehrenden, die können das nicht oder so, das geht ja auch nicht. Ne? Ja, die Erfahrungen, wie gesagt, die Evaluationen zeigen, dass Lernende es wahnsinnig begrüßen. Also jede Evaluation heißt, ja, wir wollen mehr, wir wollen alles. Ja, weil da geht es um die Prüfung, das ist unmittelbar relevant. Umgekehrte Lehrenden zeichnen sich ungern auf. Ja. Also die Diskrepanz natürlich groß. Wir haben eigentlich vergleichsweise wenig, dann, die wirklich sagen, ja, das ist toll und das bringt was und ich mache das. Ja, und sehr interessant ist es eben in Kombination mit dem, was Sie da bei mir sehen, dass ich quasi da reinzeichne und Dinge mache, und das ist dann quasi wirklich also auch auf die Aufnahme gebannt. Dort ist es natürlich. Wie schaut das bei uns zum Beispiel aus? Wir haben also einen Livestreaming-Server, wo wir also wirklich live ins Internet übertragen können. Das ist also dem mit Folien, mit Video und so weiter. Es gibt also dann die verschiedensten Möglichkeiten. Das können also Dinge sein, also wie gesagt, das einfache Screencasting. Dann haben wir natürlich das Livestreaming. Wir haben so Dinge wie iTunes U, das steht also auch irgendwo. So genau habe ich mir das heute nicht mehr angeschaut, diese Zeichnung. Also wir haben die E-Learning-Plattform, wir haben diese Livestreaming-Plattform und wir haben da als iTunes U zum Beispiel auch noch als Kanal, wo man diese Dinge dann vertreibt. Wir machen sehr gute Erfahrungen, vor allem in der Weiterbildung, wo Leute sehr viel unterwegs sind. Die sind uns sehr dankbar für die Aufzeichnung, weil sie sagen, jetzt können wir endlich im Zug und so weiter anhören. Und auch die Studenten, also ich erlebe das vermehrt, dass sie sagen, es ist super, weil ich kann eigentlich in meiner Todzeit diese Dinge nachhören, vorbereiten und so machen. Ja, wie schaut das also dann im Detail auf? Sie sehen also hier, wir haben also mittlerweile Software, die macht Folgendes, die nimmt diese Bilder, die da laufen, da gibt es dann eine OCR, also eine Schrifterkennungssoftware, die läuft da drüber, und dann können wir alles, was auf den Folien gestanden ist, auch durchsuchen. Das ist natürlich auch spannend, das heißt, der Student könnte hergehen und sagen, also was hat der Professor X zu dem Thema Y gesagt, und er kriegt ja alle Stellen rausgeschmissen. Weil sonst wären natürlich diese vielen Medienfiles, also Sie können, da kommt viele Dinge zusammen, gar nicht richtig behandelt. Ja, und dann sehen Sie auch die Kurve. Das heißt, also wir haben angefangen im Wintersemester 2006. Und ja, wenn man also hernimmt, die totale Stundenzeit, die wir also mittlerweile aufzeichnen, geht die da in die Höhe. Das heißt, es ist mittlerweile doch ein erheblicher Aufwand. Und wir beginnen also mit der automatisierten Aufzeichnung. Da gibt es nur mal einen Knopf für den Lehrenden da vorne und das Ganze läuft vollkommen automatisch. Bisher haben wir das Problem gehabt, dass wir teilweise halt Mitarbeiter reinstellen müssen, um die Videos und Kamera führen. Das versucht man natürlich jetzt alles irgendwie wieder zu beseitigen. So, das nächste Thema sind Weblogs. Weblogs, ja, also nachdem ich selbst bekennender Blogger bin und also seit doch vielen Jahren blogge und auch die Vorteile von dem Ganzen sehe,
haben wir natürlich auch versucht, Weblogs in Unterricht und Lehre zu bringen. Ja, und Weblogs, wer es nicht kennt, ist quasi das Tagebuch des Internets. Ne? Man schreibt was und der neueste Beitrag geht in die Höhe. Und so enthusiastisch ich am Anfang war, ich habe da viele Reden geschwungen vom zweiten Gehirn und sonstige Dinge, bin ich also heute wesentlich nüchterner wieder mal, weil ich draufgekommen bin, ja, also Tagebuch habe ich als Kind haben auch nur wenige geschrieben. Ja. Also da haben offensichtlich eine gewisse Prozentsatz der Bevölkerung Spaß daran und alle anderen, für die ist das eher Belastung, da täglich irgendwie was niederzuschreiben. Ja, also die Idee ist eigentlich zu sagen, Weblog, man schreibt regelmäßig immer wieder was zu dem Thema, man berichtet von dem Fortschritt, was hat man gemacht und so weiter. Und diese Regelmäßigkeit steht da schon drinnen, die muss ich erzwingen. Ja, also das ist genauso, wie ich, glaube ich, meinen Lehrer mir immer gesagt haben, lieber Martin, lern mit. Ja, und nächstes Mal weißt du es dann können wir besser weiter tun. Ich habe es nie gemacht, ich habe es nicht einmal zusammengebracht. Ist das bei den Weblogs das Gleiche. Ja, also das heißt, jeder denkt, ja, das ist eigentlich keine schlechte Möglichkeit, aber so wirklich mitmachen habe ich nie erlebt. Das heißt, man muss sie zwingen, ja, und sagen, okay, sie müssen einmal in der Woche schreiben. Das wird dann auch im Widersten benotet. Ja, das mache ich mittlerweile mit 80 Studenten, die müssen zwei Beiträge in der Woche schreiben. Die Studenten also dürfen sich aussuchen, ob sie einen klassischen Bericht schreiben, also so 20 Seiten am Ende des Semesters, oder ob sie bloggen über 10 Wochen. So, die Masse läuft aufs Bloggen. Ja, klar, super, das ist viel besser, da schreibe ich keine 20 Seiten. Sie finden es total lustig und nach 3 Wochen fangen sie zu schnaufen an. Ja, das ist doch also die Regelmäßigkeit immer wieder und was schreibe ich denn jetzt schon wieder und so weiter. Und in Summe gesehen ist es das Gleiche. Und die Rückmeldungen sind dann schon, also ich weiß nicht, also wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich lieber Bericht schreiben. Ja, sie empfinden das dann als wahnsinnig anstrengend, immer wieder da was zu schreiben, weil ich auch, sage ich immer, den Rhythmus aufzwinge. Das ist ja nicht gewollt, sondern ich will das. Ja. Ich will, dass sie sich einmal in der Woche mit mir beschäftigen. Und das ist also durchaus anstrengend. Ja, der Nachteil, die Herausforderung, die ich da habe, monitoren, ist für Lehrende auch aufwendig. Das heißt, sie können natürlich kaum Bloggen verlangen, wenn sie es nicht lesen. Also so wie eine Hausübung, die nicht gelesen wird und nicht korrigiert wird, die wird auch nicht gern gemacht. Ja. Das heißt, ich bin natürlich in der Pflicht, den Studenten auch einmal in der Woche irgendwie mitzulesen und Rückmeldung zu geben, was also dann auch durchaus anstrengend wird. Ja, und dann ist natürlich auch was Spannendes bei den Weblogs, das ist eigentlich nur kommentieren. Also man kann da schauen, also was da passiert. Man kann also nicht sagen, das ist falsch, das ist der Kommentar, der rutscht immer weiter runter. Es ist also nicht ein Diskussionsforum, wo man auf Augenhöhe diskutiert, sondern es ist ein Komment. Und das ist also ganz entscheidend in dem Medium. Ja, spannend ist die Erfahrung. Also wir haben auch Versuche gemacht mit Bloggern und Nicht-Bloggern in einer Lehrveranstaltung, haben geschaut, wie ist dann die Prüfung ausgegangen. Es kommt raus, die Blogger sind signifikant besser, weil sie sich beschäftigen. Das, also jeder Pädagoge sagt, das ist logisch und klar. Und wir haben es geschafft, dass wir sie auch 2 Jahre später aus dem Berufsleben alle noch einmal geholt haben und wieder getestet haben und wieder geschaut haben. Und es war immer noch so, dass die bloggende Gruppe signifikant besser war. Ja, das spricht für die Regelmäßigkeit, klar. Aber Sie haben gehört natürlich, ist auch anstrengender für uns. Ja, ne? Nein, die sind zufällig ausgewählt worden. Okay. Also die Gruppe hat dürfen. Also kann das Interesse an der Lehrveranstaltung wird hoch gewesen sein, weil es eine freiwillige Lehrveranstaltung war, aber innerhalb der Lehrveranstaltung waren sie, es waren ungefähr 25 Leute. Ja, also wo bleibt es über? Ich würde sagen, also Weblogs würde ich verwenden, wenn individuelle Arbeiten zu dokumentieren sind. Und was halt für mich das Entscheidende ist, also ich würde es immer dann empfehlen, wenn es um einen Weg und nicht das Ziel geht. Also ich habe leider also an der Technischen Universität viele Lehrveranstaltungen, da muss man eine Prüfung machen und da muss man hinten genau das können. Und da geht es gar nicht so sehr um den Weg, sondern um das Ziel eigentlich, um die Prüfung. Und da macht es auch wenig Sinn, dazwischen die Leute bloggen zu lassen. Sondern es geht also wirklich dort, wo es diskursiv ist und wo man viele Meinungen haben kann und so weiter. Da wird es natürlich dann spannend. Es muss ein längerer Zeitraum sein, weil über einen kurzen Zeitraum macht es also wenig Sinn. Es ist in diesem Sinne dieses lange Zeit wahnsinnig gehypte Stichwort des E-Portfolios. Und wie gesagt, es ist nicht überwiegend eine Kommunikation, sondern es ist die Einzelarbeit eine eher Dokumentation. Ja, das ist so, man hat immer den Weblog so zugeschrieben, da kommuniziert man. Also ich habe da nie große Kommunikationsstränge erlebt. Ja, Vorteile, Sie haben natürlich den Riesenvorteil, Sie sind im Web, Sie können alles, was mit Multimedia gemacht wird, abspeichern und es ist eigentlich wirklich einfach. Also ich habe genug Sekretärinnen mittlerweile ohne große Ausbildungen, die also quasi regelmäßig die Webseite des Institutes updaten und das sind Blogs. Ne? Ja, das zum Beispiel zum Beispiel, also wo ich wie gesagt mit den Studierenden mache. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema, das ist also Twitter und Co., Microblogging.
Ja, also jetzt könnte man sagen, wozu braucht man das in der Lehre? Also auch das haben wir lange Zeit getestet. Wo habe ich gute Erfahrungen gemacht? Also Twitter ist dieser 140-Zeichen-Dienst, der SMS ans Internet, das jeder lesen kann, ja, also für die, die das nicht so oft machen. Wir haben einmal gute Dinge gemacht bei Internetrecherchen. Das heißt, also, liebe Studenten, schaut einmal nach, was zum Thema Java gibt da draußen und Blog, also twittert den Link. Ja, und wir haben dann diese ganze Linksammlung, innerhalb von Stunden haben sie wahnsinnige Ströme gehabt und es ist einfach schnell gegangen. Das Spannende daran war, das habe gar nicht ich vorgeschlagen, sondern die Studenten vorgeschlagen. Können wir das nicht twittern, weil alles andere ist alles so kompliziert und da nehmen wir einen Hashtag und das Ganze ist vorbei. Wir haben es auch lange Zeit getestet als Ersatz für Wochenberichte. Das war auch ganz ein spannender Versuch seinerzeit. Ich habe gesagt, dieser Wochenbericht, es bringt nichts, den schreibt einer um 11:45, der quasi ausgelost worden ist und der hat überhaupt keine Lust dazu und ich habe dann auch keine Lust, das zu lesen. Und es bringt doch nichts, wenn wir das so machen. Sie dürfen quasi, sie müssen sich viermal in der Woche melden einfach, was sie tun für die Lehrveranstaltung. Das kann sein, sie lesen gerade irgendwas, sie haben irgendwas angelegt, sie schreiben gerade den Abschlussbericht, was weiß ich. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja, das haben die Studenten gemacht. Wir haben natürlich nicht Twitter, sondern also eine Blogging-Plattform genommen, die also Open Source war. Und dort haben wir wirklich gute Ergebnisse geliefert. Und wo es natürlich auch spannend wird, ist Echtzeitkommunikation. Das ist also ganz spannend. Also wir haben angefangen mit Backchannels bei Konferenzen zu arbeiten. Das heißt, da war ein zweiter Beamer und daneben ist der Twitter-Stream gelaufen. Und es ist durchaus spannend, wenn da vorne einer redet und Sie sehen einmal, was das Auditorium eigentlich diskutiert. Das heißt, er hat gesagt, er hat diese Untersuchung gemacht und daneben war der Link schon, also wohin diese Untersuchung geht. Dann hat er behauptet, es ist so und dann waren drei Links, wo die Behauptungen von anderen waren, die genau dagegen sind und so weiter. Das ist natürlich für einen Vortragenden, sage ich jetzt einmal, egal, weil Sie können das ja nicht lesen, ja, aber die diskutieren da. Ja. Und früher hat man halt geschwätzt, jetzt liest man halt da mit. Ja, und dann haben wir das natürlich auch bei Massenlehrveranstaltungen zum Teil also probiert. Das heißt, dass Studenten anonym quasi Fragen stellen können über diesen Channel. Das ist natürlich bei 200, 250 Studenten durchaus interessant. Wie gesagt, ich habe eine Steigerung von 600% gehabt, weil ein Jahr vorher hat niemand gefragt und nachher waren 6 Fragen da. Also das ist natürlich auch, also immerhin, es passiert dann natürlich was. Ja. Was für eine Vorteile sehen wir? Wir können es relativ einfach bündeln. Es ist wahnsinnig einfach, es ist mobil und jeder kann es. Also jeder hat es halt mittlerweile am Telefon. Das läuft also gerade. Ja, wo sehe ich die Probleme? Die Probleme sehe ich, also Echtzeitkommunikation ist für Sie als Lehrende nicht trivial. Also ich habe das mit jeder Motivation, wie ich da reingestartet bin, und gesagt, endlich kriege ich Feedback, dann muss man da lesen, verstehen. Sie wissen auch nicht, was da passiert. Das heißt, Sie müssen dann darauf reagieren, ob die Frage blöd oder nicht blöd ist. Und das stört natürlich den Redefluss. Also Sie sind in einer gewissen Weise vorbereitet, jetzt müssen Sie unterbrechen. Das heißt, Sie kommen plötzlich in ganz andere Dinge rein, die vorher so nicht waren. Ja, Sie müssen es monitoren, wie gesagt, wenn Sie es also online machen. 140 Zeichen ist natürlich auch etwas, es passt halt nicht immer, also es macht mir wirklich wenig. Das ist durchaus auch ein Problem. Und natürlich, was wahnsinnig schwierig ist, als Lehrender bin ich jetzt auf der gleichen Stufe. Also ich kann jetzt so nicht mehr auf Twitter den großen Professor spielen. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, also man kommuniziert jetzt wirklich auf Augenhöhe mit den Studenten und muss wahrscheinlich auch ihren Slang mitlernen. Also das ist natürlich auch etwas, was nicht jedermanns Sache ist. Ja, und natürlich, also ein Problem, wenn Sie es zur Prüfungsleistung heranziehen, da müssen Sie eigentlich dafür sicherstellen, dass das nachvollziehbar ist und Sie wissen genau, dass also Twitter zum Beispiel, also glaube ich, nur 30 Tage zurücklässt, die Tweets. Mittlerweile ist mehr, aber das ist natürlich problematisch, wenn Sie über einen längeren Zeitraum sind, wissen Sie nicht mehr, was der im September getwittert hat. Das ist also nicht nachvollziehbar. Ja, wie gesagt, Erfahrungen habe ich gemacht bei Konferenzen, zu Zwecken. Wir haben auch dieses Tool gebaut, das ist jetzt genau das für die Lehrveranstaltung da. Kann ich genau sagen, an diesem Tag unter diesem Hashtag läuft meine Lehrveranstaltung, dann greifen wir alles von Twitter ab und wenn er zum Beispiel Question irgendwo schreibt, dann wird das automatisch noch also wegsortiert. Ja, also das ist also technisch gesehen möglich. Wie gesagt, also von 0 auf 6 Fragen bin ich gekommen in 2 Stunden. Also. Und das ist natürlich sehr anonym, weil mit welchem Account der da herumtwittert, weiß ich natürlich nicht und wer das da in dieser Masse ist. Ja, das ist ganz kurz, Bookmarking. Es hat dann lange Zeit diese Social Bookmarking-Dienste gegeben. Auch das eignet sich also doch wahnsinnig gut, wenn Sie schnell Ressourcen sammeln wollen. Sie sind relativ eingeschränkt, aber dort, wie gesagt, geht es ganz gut mit den Bookmarks. Es ist auch mobil möglich.
Warum gehe ich so schnell drüber? Es ist, wie gesagt, kein Tools für die Massen. Das ist das Problem des Taggens. Ja, jeder schreibt ein anderes Stichwort dazu. Sie finden das überhaupt nicht mehr. Dann verschreibt sie der Nächste. Da haben wir eine Riesenschwierigkeit gehabt. Sie können auch kaum Gewichtungen vornehmen. Das heißt, das Ganze kommt in einen Wulst herein. Und das Hauptproblem heute, was ich sehe, ist durch die sozialen Netzwerke wie Facebook ersetzt worden. Also es tut kaum jemand mehr Social Bookmarking machen. Das wird doch auf Facebook gepostet und ist weg. Also eigentlich jetzt also im Sinne von dessen. Ja, da gibt es also noch also ein Tool. Was natürlich spannend ist, also in dieser Dinge sind auch Videokonferenzen. Also wir haben das bewusste Symbol also von Skype drinnen, das für die Lehre jetzt natürlich wahnsinnig spannend wird. Das heißt, eigentlich sind wir heute erstmalig in der Lage, Gastredner reinzuholen. Ja, das ist also mittlerweile kein Thema mehr. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Gastredner in anderen Vorlesungen war. Das war aber nicht, weil ich dort war, sondern weil ich vom Büro mir auch eine Stunde Zeit genommen habe. Und für die Studierenden ist das ein wahnsinniges Erlebnis, ja, weil das kommt genau der große Mann, der genau das geschrieben hat und der redet mit uns. Ja. So eine Chance haben sie vorher nie gehabt und hätten sie auch nie gehabt. Und für uns ist es oft einfach, weil das ist sehr ein guter Bekannter und ein Freund und ich rede bei ihm und er redet bei mir. Und die Studenten erleben das als wahnsinnigen und großen Benefit. Macht man Skype-Verbindung im Prinzip da auf und man kann schon und der ist schon da, so das ohne große Probleme. Natürlich ist es spannend bei verteilten Lehrveranstaltungen, wenn Sie es über mehrere Universitäten machen und natürlich vor allem, weil man Reisekosten sparen kann und also auch eben viel Zeit. Ja, die Vorteile ist also, wenn Sie Videokonferenzen machen, Raumprobleme können damit überwunden werden. Sie können internationale Vortragenden einlegen, haben natürlich das Problem der beschränkten Teilnehmerzahl, also wenn alle online sind. Das ist natürlich immer das. Ja, Nachteile kann teuer werden, ja. Also wenn Sie jetzt wirklich ordentliche Konferenzsoftware verwenden und wenn halt alle mitmachen, dann ist immer das Problem der ordentlichen Endgeräte. Also ich sage immer wieder, jeder Videokonferenz Produzent sagt man, das funktioniert alles, ja, aber das hat nicht dazu gesagt, natürlich nur mit den neuesten Geräten. Also es ist immer das Bottleneck, ist immer der schlechteste Teilnehmer. Ja, und sie glauben nicht, was da draußen alles vorkommt bei den Studenten, mit welchen Leitungen die da sitzen. Also immer wieder haben wir dann große Schwierigkeiten, wo man was vorgeheißen hat, das läuft alles schon. Ja, spannend ist, und das stimmt für mich immer noch, also vergleichsweise selten im Einsatz noch, also das ist in unserer Didaktik überhaupt noch nicht verhaftet, dass wir also wirklich mit anderen Leuten arbeiten können. Wir haben viel mehr Praxisbeispiele in Schulen gefunden. Also dort, also vor allem im angloamerikanischen Raum, das ist dort gang und gäbe, da übertragen sie sich, die Kinder haben mehr da Spaß dabei und sonstiges. Also auf Universitäten erlebe ich es noch durchaus erhöht, weil dann bringt man nicht seine eigene Leistung. Ja. Ja, Sie sehen das also am Beispiel von mir, keine Ahnung, das war also irgendein Online-Meeting, vielleicht doch einige im Jahr. Und ich habe jetzt auch das hier drinnen als neuer Anwendungsfall, sind diese Massive Open Online Courses. Also wir machen gerade einen zum Thema Open Educational Resources mit über 1000 Teilnehmern. Wird also über 13 Wochen quasi ein Kurs gemacht zum Thema eben Open Educational Resources. Und hier sind natürlich Videokonferenzen ein essentieller Bestandteil. Also einmal in der Woche gibt es ein Live-Event, wo also alle, wenn sie teilnehmen können, live dabei sein können und nachher gibt es die Aufzeichnung dazu. Also man kann also, wie gesagt, diese Dinge natürlich ohne diese Videokonferenzsoftware gar nicht mehr machen. Das ist dort natürlich zwingend notwendig. Ja, dann natürlich spannend, da könnte man streiten, ist das jetzt Social Software oder nicht, aber ich habe es drinnen lassen, die Folien, und zwar die mobilen Technologien, also das sogenannte Mobile Learning. Das ist ein eigener Punkt, da kann man natürlich lange reden drüber. Wo macht das Sinn und brauchen wir diese Dinge? Ja, also ich bin ein großer Vertreter davon und sage immer wieder, also Mobile Learning ist etwas, das also sehr, sehr wichtig wird. Spannend ist es einmal dann, wenn die Örtlichkeiten eine Rolle zu spielen anfangen. Ja, also wir haben ein Gerät, das zum ersten Mal weiß, wo wir sind. Ja, das können Sie sich vorstellen, bei Architekten, bei Bauingenieuren, Geologen ist das durchaus interessant, weil einfach die Örtlichkeit eine Rolle spielt in ihrem Studium. Also für einen Architekten ist es so ganz spannend, wo das Haus gestanden ist. Und man kann jetzt quasi Bilder machen, die mit GPS-Koordinaten versehen sind und kann die natürlich teilen, scheren und auf Plattformen spielen und da kriegt er komplett neue Erkenntnisgewinne. Wenn Sie also nicht dieser Branche angehören, dann ist natürlich spannend E-Books. Also das Thema wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Das heißt also, die Digitalisierung der Bücher und also quasi, dass man auf diesen Devices das anzeigt, also in welchen Formaten auch immer. Und natürlich, jetzt kommt hier auch bei Podcasting wieder vor, weil Sie hören ja diese Aufzeichnungen quasi mit Ihren mobilen Geräten an. Also ich habe also Umfragen bei den Studenten, was ganz dramatisch rückläufig ist, ist der MP3-Player und dieser iPod. Also den braucht quasi niemand mehr, weil heute haben wir ein Smartphone, das im Prinzip alles kann. Ja, spannend ist Mobile Learning vor allem, wenn Sie Zugriff auf Informationen unterwegs machen.
kann ich berichten, wir haben jetzt unsere Lernplattform mobil, also Tablet View gemacht, und ich habe bei der Evaluation immer dazu gefragt, was machen Sie jetzt gerade? Und das war meistens so, ja, ich sitze jetzt zu Hause und wollte gerade wissen, wann morgen die Lehrveranstaltung ist oder was der Professor da hochgeladen hat und so weiter. Also es geht nie darum, er will jetzt groß diskutieren, sondern er will schnell Informationen zu seiner Lehrveranstaltung haben. Das ist also immer wieder natürlich essentiell. Dann natürlich mobile Technologien bringen uns die Kommunikationsmöglichkeiten, weil wenn Sie also dieses Microblogging, Facebook und Co. anschauen, dann passiert das eigentlich vorwiegend mobil, wenn man halt gerade Zeit hat, weil ein Fahrt ist, schaue ich gerade nach, was in meinem Stream läuft, und ich nehme daran also auch wieder teil. Und natürlich der große Punkt dieser mobilen Applikationen, wo Sie also heute viele Dinge bauen können, die also vor Jahren noch undenkbar sind. Die Vorteile, was sehe ich dabei? Es ist ortsunabhängig, Sie haben also Informationen und Lernmaterial dann, wenn es gebraucht wird. Sie haben Dinge wie GPS, Kamera, Videos dabei. Also man kann auch in die Lehre plötzlich Videos und Kameras mitnehmen, also Fotos, Entschuldigung, also Fotos machen. Ja, das ist natürlich für viele Lehrveranstaltungen auch interessant, einfach mit diesen Materialien plötzlich. Ja, welche Probleme sehe ich? Die Vielfalt der Endgeräte. Also dank Android haben wir also dort riesen Schwierigkeiten, weil jeder mit anderen Versionen, anderen Geräten daherkommt. Wenn wir nur iOS hätten, wäre das natürlich also jetzt vom Betrieb her einfacher. Es ist noch nicht flächendeckend, kann aber bald rausstreichen aus der Folie. Es ist wahnsinnig stark ansteigend, das heißt also, wir haben jetzt momentan bei den Studierenden 70% Smartphone-Anteile, wenn sie beginnen. Am ersten, also sind wir jetzt auf 70% und Tablets liegen momentan gerade bei 20%. Also das ist die Größenordnung. Das heißt also Zugriffe auf die Plattform 20% mit Tablets. Also das ist einfach schon, also jetzt, es ist stark im Kommen. Ja, und natürlich die Herausforderung ist, die Potenziale werden also vor allem von den Lehrenden nicht erkannt, weil sie selbst oft mit diesen Technologien nicht vertraut sind. Und wie gesagt, die Studierenden haben es, und bei den Lehrenden tut man es halt wahnsinnig schwer. Ja, was haben wir gemacht? Geotagging, das haben wir mit Studenten, wir haben sie auf Exkursion geschickt, die haben Fotos gemacht und haben nachher in einem Wiki das hochgespielt und haben automatisiert quasi dabei gehabt, wo sie gestanden sind. Dann, wie gesagt, das habe ich erzählt, dass die Studierenden immer mehr zugreifen, und wir haben also auch die ersten Versuche durchgeführt mit iPad in the Classroom, das heißt, wo wir wirklich flächendeckend 6-7 Wochen ausschließlich mit iPads unterrichtet haben. Also es funktioniert, die Kinder schreiben mit den Fingern, wir haben ihnen Stifte gegeben, die wollten sie nicht, die haben ganz sauber geschrieben. Es war in Englischunterricht, die haben sich also quasi ihre Sprachdateien angehört, die haben Redeübungen gemacht, haben die Füllwörter ausgefüllt und per E-Mail verschickt. Es war eigentlich erstaunlich einfach und gut, wie das funktioniert. Sie sehen Beispiele, die wir so programmieren, also ich habe dann fleißige Studenten. Da sieht man mal oben das Geo Austria, das ist also dieses Spiel. Da haben sie einfach die Vorgabe, wo ist Klagenfurt, und der Student kann, also der Schüler in dem Fall, setzt also dann seinen Marker ab und man sagt, wie weit das ist, und dann kriegt er Punkte. Und wir haben damals dann im Nachhinein die Klasse nicht getestet, also wo liegt, also was ist die Hauptstadt von Kärnten oder so, sondern wir haben gefragt, in welchem Bundesland liegt denn Klagenfurt. Die Information haben wir ihnen dann nie gegeben, und die Studenten, die, also die Schüler, die das gemacht haben und da gespielt haben, waren signifikant besser wie die, die normal unterrichtet worden sind. Ja, das heißt, das geht dann rein das implizite Lernen, dass man eigentlich Zusatzinformationen liefert, die also gar nicht so waren. Das war natürlich also auch alles so konzipiert. Wir haben auch Mathe-Memory entwickelt, das ist ein sinknormales Memory-Spiel, wo Sie sehen, da muss man 0 plus 7 rechnen und die zweite Karten finden die 7. Ich kann es da immer nur von meinem Sohn sagen, der hat da mit 4 Jahren die 10-Überschreitung gelernt bei diesem Spiel, lang bevor er in der Schule ist, und er ist heute noch immer nicht dort, weil er ist in der ersten Klasse Volksschule, er hat das noch immer nicht. Also er kann es aber schon lange, seit 2 Jahren. Ne? Also er hat das freiwillig gemacht, also es hat nur in Mathematik funktioniert, also das habe ich nicht auf Deutsch oder sonstiges übertragen können, aber das war also auch spannend. Und was natürlich spannend ist, der 1x1-Trainer, auf den komme ich später noch einmal, was der nämlich kann und welche Möglichkeiten er mit diesem hat. Ja, was noch, kennt noch wer jemand Google Wave? Ja, einer, Account haben wir alle mal gehabt, also ich habe es aber drinnen lassen. Bitte? Ja, leider weg, ja. Google Wave war also die erste Software, die Echtzeitkollaboration zugelassen hat. Echtzeitkollaboration heißt, ich schreibe, Sie schreiben, und wir sehen gleichzeitig am Bildschirm, wie das Dokument wächst. Macht heute Etherpad zum Beispiel noch, und es gibt also auch Google Docs, ne, wo man was auch sehen, wie der andere schreibt. Und das ist auch spannend, das ist wieder ein Schritt mehr. Wir haben noch nie eine Software gehabt, wo ich sehe, was der andere direkt schreibt, und ich kann direkt mit ihm also da zusammenarbeiten. Und das ergibt also einfach ganz tolle Möglichkeiten. Wir haben gesehen, bei Brainstorming-Phasen ist das toll, die Leute schreiben einfach rein und das ganze Dokument wächst.
Dokumentationen, Protokolle, das heißt, es gibt keinen Protokollführer, sondern jeder schreibt das rein, was er gerade gesagt hat, korrigiert das gleich, wenn das falsch dasteht und sonstiges. Und es erlaubt dieses verteilte Arbeiten an einem Dokument. Es ist wahnsinnig schnell, einfach und unkompliziert, da braucht man nicht viel können, einfach schreiben. Sie sehen die Einträge unmittelbar und das Ganze ist also durch die farbliche Trennung auch sehr schnell erkennbar, wer wie viel gemacht hat. Ja, das ist, also ich lasse meine Studenten immer zuerst ins Etherpad schreiben, dann sehe ich, ob das ja wohl eh ausgewogen ist. Weil dann schauen sie auch drauf, ja, weil die wissen natürlich auch, ich schaue auf das. Und damit entsteht auch der Druck, dass da im Prinzip passiert. Ja, die Nachteile, es ist eine gewisse Halböffentlichkeit. Also Leute auf Google Docs oder Etherpad zu schicken, hat natürlich ein Problem. Die Funktionalitäten sind leider, sage ich jetzt einmal, in den letzten Jahren gar nicht so schnell weitergegangen, aber da wird schon einiges kommen. Also vor allem, wenn es komplex wird, ist es natürlich schwierig. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel, wo ich ganz tolle Erfahrungen mache, wir machen oft Skype-Konferenzen und daneben wird das Dokument geschrieben und der andere sieht ja auch, was ich reinschreibe. Also das ist durchaus auch spannend, das so zu arbeiten. Ja, das stimmt zwar jetzt nicht ganz, die Echtzeit-Kollaboration, aber ich muss es natürlich erwähnen da. Dropbox ist also das Tool schlechthin für meine Studierenden. Das ist also, wenn ich frage, was sie verwenden für ihren Lernalltag, dann kommt immer als erstes dieses. Also das war also die schlagende Erfindung der letzten Jahre, Dokumente gemeinsam quasi zu synchronisieren und immer am letzten Stand zu sein. Das ist schon spannend, also wie gut das also durchgeschlagen hat. Ja, eines der, glaube ich, ist das große letzte Punkt, ist die Videoerstellung. Den habe ich jetzt neu aufgenommen, weil das ist jetzt eigentlich das, was gerade auf uns zurollt. Also wir haben also alle Geräte eingesteckt, die schon sehr gut sind. Also wir haben einen Versuch gemacht mit 10-jährigen Kindern und haben mit ihnen Videos erstellt. Ja, also ich behaupte heute mal, wenn sie zuschauen, wie die 10 Kinder Videos machen, wird ihnen schlecht, nämlich mir auch, ja, wie schnell das geht. In einer Qualität, die mindestens den 1990er, 2000er Jahren entspricht. Weil das bringen die einfach hin. Also YouTube-Qualität schaffen die alle mal und das innerhalb von ein paar wenigen Minuten in einer tollen also Qualität. Ja, und wir müssen das auch nachdenken. Was heißt das, wenn quasi jeder, der da drinnen sitzt im Auditorium, Videos erstellen kann? Ohne große Probleme. Das war ja früher ein Riesenaufwand. Jetzt ist es keine Probleme mehr, irgendwas ganz schnell zu filmen. Und es ist viel einfacher, als wie da irgendwas zu schreiben. Sondern ich habe mit dem Video in den 2 Minuten da vielleicht viel mehr gesagt. Also wie gesagt, die Vorteile, es ist noch relativ einfach. Nachteil natürlich, sobald es halt wirklich dann ganz schön werden soll, ja, dann ist natürlich das Equipment doch ein bisschen zu schwach. Ja, ja, wo sehen wir Stärken? Wenn es also um diese Medien geht und die Kinder so vertraut sind, wenn Arbeitsresultate vielleicht schnell erstellt worden sind, wo also jemand ein paar Sätze sagt. Also ich habe einen wunderschönen Versuch immer gesehen im Physikunterricht bei einem Lehrer. Er hat gesagt, also jedes Kind, also er hat den Versuch vorgezeigt, jedes Kind hat am Platz den Versuch nachgemacht und dann war die Aufgabe, sie müssen in 7 Sätzen sich selbst aufnehmen und beschreiben, was sie bei dem Versuch gemacht haben. Ja, zuerst war ich verwundert, wie schnell das geht, die Kinder 10 Jahre überhaupt kein Problem gehabt und dann lernen sie es lernen am meisten. Weil in diesen 7 Sätzen kommen sie drauf, die haben alles andere gedacht im Kopf, nur nicht um das, um was drankommt. Ja, das heißt, eigentlich ist das eine wahnsinnige Erfahrung, wo man sagt, ja, also eigentlich unterrichtet er komplett am Ziel vorbei, weil die Kinder glauben ja ganz was anderes, was in dem Versuch wichtig ist. Ja. Und man kann das wieder adressieren, wieder ansprechen. Und das haben also die, wie gesagt, intensiv, ich war sehr beeindruckt also von diesen Dingen. Ja, Zeitaufwand ist trotzdem noch höher natürlich. Sie müssen lernen, eine Konzeption oder ein Drehbuch zu schreiben, also auch die Kinder, dass natürlich die einfach losquasseln können. Aber ich glaube, das ist also auch etwas, das also geschult werden kann. Da sehen Sie dieses Projekt, das wir also gemacht haben. Wie gesagt, 6, 7 Kinder, 10 Jahre alt, die haben Lernvideos Kinder für Kinder produziert. Wir haben wirklich viel Spaß gehabt und also die Ergebnisse sind doch sehr beeindruckend. Wir haben mit ihnen also Greenscreen-Technik gemacht und sonstiges. Also die haben ihren Eltern dann zu Hause erzählt, wie sowas funktioniert. Die haben die Konzepte einfach verstanden, um was es da so im Prinzip. So, jetzt habe ich noch ganz schnell ein paar Dinge, die eigentlich nirgends reingepasst haben, die aber trotzdem gern bringen würde. Busu zum Beispiel, das ist ein Social Software, die ganz spannend ist, nämlich das Prinzip. Sie können bei dieser Software eine beliebige Sprache lernen, die Sie gern hätten. Ja? Sie sagen einfach, ich steige da ein und ich möchte, was weiß ich, Russisch lernen. Und Sie, was bekommen Sie? Einen russischen Native zur Seite gestellt, der Ihnen hilft. Und wie funktioniert das Prinzip? Sie müssen als Gegenleistung jemandem helfen, der Deutsch lernen will. Ja, das ist so das Prinzip dieses Netzwerkes. Das heißt, Sie machen ein paar Korrekturen bei irgendjemandem, der Deutsch lernen will, dafür kriegen Sie x-beliebige andere Sprache. Das ist eine super Idee, die
sind relativ weit. Sie haben das Problem der Unausgeglichenheit, also wie wir mit ihnen geredet haben. Das heißt, sie haben das Problem, dass sie vielleicht viele Deutsche haben, aber nur wenige Russen. Aber das versuchen sie durch spezielle Werbung und so weiter ganz gezielt in den Griff zu bekommen. Ne? Und das ist natürlich also auch ein spannender Ansatz, wie gerade in der Sprache kann man fast nichts Besseres passieren, als wir wirklich jemanden haben, der die Sprache passt. Kobo-Cards habe ich auch drinnen, weil das war das Social Network der Lernkarten. Ne? Lernkarten kennt jeder und da kann ich jetzt plötzlich die Lernkarten tauschen, teilen und sonstiges und mit dem anderen. Das ist etwas, das ich also immer den Kindern empfehle, wenn sie sowas wieder brauchen, weil es ist einfach, ja, warum soll ich es wieder selber machen? Also wenn es eh schon 100 mehr gibt, ausdrücken, lernen und so weiter. Zum Schluss habe ich jetzt noch den 1x1 Trainer, habe ich versprochen, ich komme noch mal zurück. Da will ich Ihnen zeigen, was es da ist. Es ist also nicht so sehr die Software an sich, also da sehen Sie den Hauptscreen eigentlich. Das heißt, also wir versuchen, einmal das Kind steigt ein, macht irgendeine Rechnung und auf dem stufen wir ungefähr ein, wo er steht und wir versuchen ganz gezielt auf den Lernfortschritt weiterzugehen. So eine intelligente Software, die rechnet ungefähr, was hat er für ein Level und daraus ziehen wir also die nächsten Beispiele und wir versuchen also alles zu schaffen. Nur, was wir jetzt im Hintergrund machen, und das ist also das Thema des Learning Analytics, ist, wir zeichnen natürlich alles auf. Ja, also wir wissen ganz genau, was das Kind Y gerechnet hat. Und dann sehen Sie diese Tafel. Ja, also ich weiß heute, wir haben mittlerweile über 3000 Kinder da drinnen, von jedem Kind ganz genau, bei welchen Rechnung das ein Problem hat. Früher hat es geheißen, der Lehrer hat gesagt, naja, die 7er Reihe ist noch nicht so gut bei dem Kind. Ich sage nicht die 7er Reihe, es ist nur 7x4, weil das andere kann er perfekt. Und also wir können heute erstmalig durch viele Daten im Hintergrund neue Effekte zeigen. Und was Sie hier sehen in dieser Tafel, ist die Übersicht über 150.000 Rechnungen. Und ich weiß heute, was die wirklich schwierigen Rechnungen sind. Ja, es gibt keine Literatur, die nur annähernd. Also die beste Literatur, die wir gefunden haben, waren 1.000 Rechnungen aufgezeichnet per Hand. Ich habe 150.000 und weiß mittlerweile, dass Sie zum Beispiel bei 4x8 ein Riesenproblem haben, die Kinder. Die Rechnung 4x8. Ja. Natürlich, dass Pendant 8x4, das ist eine zweite Rechnung ist, ist auch so, ist aber besser. Ja, zum Beispiel, also die umgekehrte 8er-Reihe ist das größte Problem der Kinder da draußen. Ja, das ist einfach so. 4x8, 5x8, 6x8, 7x8. Ja, und damit versucht man ganz gezielt jetzt Lehrer zu unterstützen, die erstmalig sagen kann, ich weiß ja wirklich, um was es so geht und wo muss ich weiter tun. Wir haben das ausgeweitet für mathematischen Multiplikationstrainer, das heißt, da gibt es mehrstellige Multiplikation, ausarbeiten tun wir auch Addition und Subtraktion. Auch da versuchen wir, Fehler zu schauen, welche Fehler werden immer wieder gemacht, um das also dann zu kategorisieren, dem Lehrer zurückzuliefern und sagen, pass auf, der macht immer wieder den gleichen Fehler, der macht den Übertrag, den zählt einfach nicht mit. Ja, und das ist also etwas, das wir gerade jetzt testen, damit man auch sieht, also welche Potenziale diese Geräte haben, und zwar die Kollaboration über Geräte hinweg. Das heißt also, was man hier machen kann, ist Bingo spielen. Der iPad ist zum Beispiel der sogenannte Bingo-Tisch, da haben wir eine Rechnung, die heißt 3 plus 9 ist also 12. Und ich kann also bis zu 4 iPhones dazu hängen und da muss ich jetzt suchen, ob ich den 12er habe. Ja, und wer als erstes also im Prinzip von den Kindern da so eine Reihe hat, hat gewonnen. Ja, das heißt, 4 Kinder, ein Tisch, ein iPad und 4 iPhones. Und die spielen also miteinander. Und es geht da gar nicht so sehr ums Spiel miteinander, sondern sie müssen einmal zuhören, mit welcher Lautstärke die da reden. Es geht um das, dass die eigentlich miteinander reden und sich austauschen. Und wenn einer dann nicht schnell reagiert, da wird rübergeschrieben, das ist doch 12 und der andere lernt einfach mit. Das heißt also, ich tue jetzt nur mal noch schauen, dass das Ganze im Prinzip funktioniert. Und die Kinder versuchen wir da ins Reden zu bringen, zu diskutieren, quasi über das Diskutieren also dann zu lernen. Also ist an einer Volksschule schon gelaufen, ist unglaublich lustig, den Kindern zuzuschauen, also was da abgeht. Also das ist ja, damit bin ich beim Schlusssatz, also danke auch fürs lange Zuhören. Wie gesagt, also ich hoffe, ich habe eines geschafft, Ihnen diese Vielfalt zu präsentieren, dass also Social Media Learning ist nicht gut oder böse. Wir haben viele Dinge, die gut funktionieren, viele Dinge, die nicht gut funktionieren. Und die Aufgabe ist leider immer bei uns Lehrenden, wir müssen herausfinden, was ist das Beste für meine Personen. Aber man muss halt positiv gegenüber den Technologien grundsätzlich stehen, weil sie haben Potenziale. Wenn Sie interessiert sind an den Werkzeugen, kann ich Ihnen noch das Kapitel empfehlen aus unserem Lehrbuch. Das ist also gratis zum Herunterladen. Und ansonsten sage ich danke und die Folien sind hier, also falls die jemand gerne hätte. Danke sehr.